Ich bin Denise. Und ich bin Michael. Und wir sorgen für die besondere Perspektive. Was? Wer glaubt denn noch an sowas? Blinde werden geheilt, Mose, der das Meer teilt. Und hier ein sprechender Esel? Gott lässt einen Esel sprechen? Das klingt doch alles ganz schön nach Märchen. Und dieser Che Banana hier haut in dieselbe Kerbe. Die Bibel ein Märchenbuch? Da frage ich lieber mal einen Profi. Ja, ich bin hier gerade mit der Bibel beschäftigt. Ich sehe es, das ist schön. Da sind ja so viele. Katholiken Tag. Ja, aber es sind ja so viele unglaubliche Geschichten. Ich weiß nicht, ich kann dem überhaupt nicht glauben. Wie sehen Sie das? Können Sie an diese Geschichte überhaupt glauben? Ich antworte gleich nach Art der Theologen. Man muss das differenzieren. Das Alte Testament, so wie es heute vorliegt, ist eine Zusammenstellung von vielen, vielen einzelnen Büchern verschiedenster Qualität. Das, was Sie jetzt so als Märchen oder als Schauergeschichten identifiziert haben, da kann ich ein Stück weit mit. Gell? Das Alte Testament ist schon spektakulär in mancher Hinsicht. Neben diesen Geschichten gibt es natürlich auch ganz hochwertige, hochtheologische Texte. Ich nenne jetzt mal gerade den Schöpfungsbericht zum Beispiel ganz am Anfang, wenn man die Bibel aufschlägt. Das ist also kein Märchen und keine irgendwie so mal schnell dahingeschriebene Weisheitsschrift, sondern da steckt die theologische, die spirituelle Reflexion des Volkes Israel drin. Das macht das Alte Testament so schwierig für einen, der da nicht so ganz durchblickt und zum ersten Mal reinschaut. Wie erklären Sie es jetzt, dass es zum Beispiel Geschichten gibt mit sprechenden Tieren, Mose, der das Meer teilt? Wie kann man sowas glauben? Wenn ein Mensch die Augen schließt und jetzt nicht mal so unmittelbar die ihn umgebende Wirklichkeit wahrnimmt, sondern mal in sich hineinhört, in die eigenen Erkenntnisse des eigenen Lebens hinein meditiert, dann kommt es zu solchen Bildworten und Bildzeichen, so wie in einem Traum. Ich tue mir deswegen ein bisschen schwer mit dem Begriff Märchen, weil wir es ja mit der Heiligen Schrift, sage ich jetzt mal als glaubender Mensch, mit einem sogenannten inspirierten Buch zu tun haben, also dass da nicht so Menschen ausgedachte Wahrheiten, so kostbar die Märchen sind, die enthalten ja immer eine großartige Aussage, also eine wichtige Botschaft. Ich gehe davon aus, dass diese Dinge, die hier geschrieben sind, auch Offenbarungen sind, die nicht der Mensch sich ausgedacht hat, sondern die uns geschenkt worden sind. Und was würden Sie Menschen antworten in einem Satz, ja, die sagen, für mich ist die Bibel ein Märchenbuch? Was würden Sie in einem Satz entgegnen? Die Bibel ist wie ein Märchenbuch mit einem viel, viel tieferen Inhalt, als es die meisten Märchen uns erschließen können. Das ist doch ein schöner Schlusssatz. Meine ich doch auch. Wunderbar. Also, lieber Che Banana, du hast gehört, was der Monsignore gesagt hat. Die Bibel als Märchenbuch, das ist definitiv zu kurz gegriffen. Ich würde vorschlagen, du schaust dir das Buch nochmal genauer an.